gehen wir gleich zum nächsten Spiel über. Bingo kennt das jeder, ja? Wandeln wir ein bisschen ab. Und zwar habe ich verschiedene Karten mit fast den gleichen Wörtern, aber doch immer ein kleiner Unterschied dabei, die eventuell im Vortrag vorkommen. Wer zuerst, wir bleiben mal gleich in den Gruppen, also wer so ein Wort hört, der streicht es durch oder merkt sich, dass er das gehört hat. Und wer zuerst alles durchgestrichen hat oder gehört, der hat gewonnen. Damit die anderen trotz... Bitte was? Ihr dürft Bullshit schreiben, der Bingo wäre fest. Genau, das steht auf. Damit die anderen nicht, dann nicht mehr zuhören, wie gesagt, sind unterschiedliche Wörter drauf. Aber es geht auch darum, wer in der welche Gruppe die meisten vollständigen Zettel praktisch durchgestrichen hat. Die meisten Bingos. Es braucht nur der erste Bingo rufen, aber weiter mitmachen dann alle. Könnt ihr mal durchgehen, bitte? Okay, damit schaltest du weiter. Jetzt allerdings. Das hilft jetzt nicht so. Okay. Oder willst du deine eigene nehmen? Kannst du auch. Wenn es geht, wenn es nicht hilft. Ich muss ausprobieren. Ich habe den noch nie angeschlossen. Was? Möchtest du nicht anschließen noch? Ja, ne? Ja, siehst du. Haben wir schon. Falls es geht, falls nicht, dann nehme ich gerne dein. Hören, lesen, Hauptsache mit dem Kopf dabei sein. Aber in der Mitte braucht man zwei Wörter, damit ein Feld erfüllt ist, ja. Wie bitte? Wir haben gerade Bingo, da geht ja auch diagonal, aber es ist ja nicht... Es soll alles weg sein. Alles. Nein, du musst wirklich alle Wörter durchgestrichen haben. Alle Wörter durchgestrichen. In meinem Spiel ja. Also, es ist meine Spielregel, dass alle Wörter durchgestrichen werden sein müssen. Durchgestrichen sein werden müssen. Ja? Wenn ihr das Spiel macht, könnt ihr eure Spielregeln anders hält. Genau, weil wir Bingo so kennen, dass man eine Reihe haben. Oh, okay. Alle Wörter durchgestrichen, das war jetzt, war bei mir nicht ganz anders. Ja. Dann ist der Unterschied zu vier gewinnt oder Diktator nicht mehr so ganz gegeben, wenn ich das genauso mache. Deswegen habe ich diesmal gesagt, außerdem sollen möglichst viele die Chance haben, da zu punkten. Meine. Jo. Geht? Okay. Nee, deins geht nicht. Alles klar. Links, rechts, geradeaus. Links, rechts. Rechts geht weiter, oder? Genau. Das ist jetzt nur das Beispielbild. Nein, das darf ruhig auch an der Tafel zu sehen sein. Aber das ist, wie gesagt, das Beispielbild. Ja, das hier bitte noch nicht zählen. Wir wollten vor dem Vortrag eigentlich noch erarbeiten, welche oder was ein Spiel eigentlich ist, welche Elemente es enthält und welche Funktionen es hat. Das haben wir uns gespart, damit wir mehr zum Spielen kommen. Und zusammengetragen, welche Merkmale ein Spiel hat. Da gibt es verschiedene Definitionen. Braucht ihr euch nicht abschreiben. Haben wir alles da? Ja, das Spiel geht schon los. Ja, können wir machen. Wir haben jetzt mal drei Autoren rausgesucht und etwas, was fast überall auftaucht. Nämlich, das Spiel ist grundsätzlich freiwillig, wiederholbar. Ne? Begrenzt in Zeit und Raum sieht man hier sehr gut. Einige Autoren nennen auch Lerneffekte und dass es ein Kontrast zum Alltag ist. Spiele können verschiedene Elemente enthalten, zum Beispiel Wettbewerb, das haben wir vorhin oben schon genannt. Glück, Maske ist zum Beispiel in Rollenspielen enthalten und Rauschfloh. Welche Funktionen sollen jetzt Spiele übernehmen? Da haben wir zunächst die Übung, dass man also zum Beispiel Sachen wiederholt. Ich merke, das Spiel funktioniert nicht gut. Ja, genau.
Gut, okay, weiter. Dass man lernen soll. Und ein Spiel kann man natürlich auch nur zur Erholung spielen. Und was vorhin auch schon im Seminarraum gut zur Sprache kam, war die soziale Interaktion von Spielen. Was sind nun Hörsaalspiele? Da handelt es sich um Spiele, die in der Vorlesung in großen Gruppen unter Anleitung der Dozierenden gespielt werden. Wenn wir jetzt mal überlegen, wofür wir die Spiele einsetzen können, müssen wir uns darüber Gedanken machen, welche Funktionen die haben können. Didaktische Funktion, das ist schon ziemlich alt, funktioniert aber immer noch, sind zum Beispiel, dass man in den Stoff einführt und die Studierenden aktiviert mit einer Zielorientierung, das ZO, und dass man sie motiviert. Man kann mitspielen am neuen Stoff arbeiten oder den Stoff festigen, ihn aber auch kontrollieren und gewissermaßen bewerten. Ihr habt vorhin zusammengetragen eure Erfahrung in der Schule. Eine Gruppe war das. Was denkt ihr denn, in welchen Fächern, wir haben Studierende befragt, am meisten gespielt wurde? Ich glaube, in technischen Fächern, wo es so am dringendsten nötig scheint. So, also wo es so sehr, die Theorie sehr hart ist. Also ich war ziemlich verblüfft über das Ergebnis. Es waren allerdings nur 32 Studierende da. Ich hätte auch vermutet, Sport, vor allen Dingen auch Musik. Es war Mathematik. Ich weiß nicht, ob das in der Erinnerung vielleicht dann anders läuft, ob man sich anders erinnert. Ja, das kann auch sein. Musik war ich ein bisschen enttäuscht, dass das wirklich nur so wenig sich erinnert haben. Was mir auffällt in der Schule ist, bis hoch ins Gymnasium, dass eigentlich vor den Ferien, in der letzten Stunde vor den Ferien, sehr oft gespielt wird. Das hat aber nur einer im Prinzip genannt. Also daran erinnert man sich nicht, das könnte ja auch Gründe haben. Was denkt ihr, haben den Studierenden die Spiele Spaß gemacht oder wurden da eher negative Erinnerungen wach? Oder wie ist es bei euch? Ich glaube, das Negative sticht. Kann man jetzt nur vermuten. Wie gesagt, wir haben gefragt. Und erstaunlicherweise habe ich mir gedacht, ja, wenn das so viel Spaß gemacht hat oder der Mehrzahl Spaß macht, dann könnte man doch daran anknüpfen. Ne? Da hat man doch schon was okay ist. Nachteile von Hörsaalspielen hatten wir vorhin auch schon angesprochen. Ich habe mal ein paar zusammengetragen aus dieser Befragung. Das waren allerdings mehr, ich glaube 300 waren es. Und das ist ein richtiger Kreislauf geworden. Ein Teufelskreis, wenn zum Beispiel jemand sagt, er mag keine Spiele, dann fühlt er sich vielleicht dazu gezwungen, am Spiel teilzunehmen. Das widerspricht sich jetzt, erinnert euch an die Definition, mit der Freiwilligkeit. Wenn ich mich gezwungen fühle oder gezwungen werde, als Studierender am Spiel teilzunehmen, kann es nicht nur negative Gefühle in mir hervorrufen, sondern auch unerwünschtes Verhalten. Dann fange ich vielleicht an zu stören oder ja, andere Spiele zu spielen. Unter der Bank hatten wir vorhin die Unterbankspiele. Das kann wiederum das Sozialklima beeinträchtigen und der Vorlesung zu einem negativen Ruf verhelfen. Ja, nicht nur die negative Atmosphäre, sondern auch, wie ihr vorhin schon gesagt habt, man lernt da nichts, man spielt nur rum. Die Lerntätigkeit wird vernachlässigt und da gibt es doch bestimmt bessere Alternativen als Spiele. Wir haben natürlich weiter gefragt und tatsächlich Nachteile gefunden. Hier am auffälligsten ist die Unruhe, die von den Studierenden vermutet wird. Es sind immer noch es sind schon die richtigen, 100 Leute waren es diesmal, mit knapp 23%. Dass der Inhalt nicht aufgenommen wird, ist auch noch ziemlich
hochgerutscht, aber ansonsten, ja, aber, oder ja, dass die Spiele vom Inhalt ablenken, wurde eben auch noch genannt, aber relativ wenig. Die meisten haben gesagt, dass diese Nachteile eben nicht so zutreffen. Genau, es ist ein ja, so war es. Ja. Es wurden noch, wurde auch nach Nachteilen im Spiel direkt gefragt, ob es zum Beispiel langweilig ist oder ob es nicht gut erklärt wurde. Und der könnte auch schon sehen, so ein richtiger Nachteil für, ist es für viele gar nicht in dem Spiel. Weiterhin die letzte Gruppe wäre die Lerntätigkeit, also ob Spiele von der Konzentration ablenken, das finden 7%. Und das, was wir vorhin oben schon besprochen haben mit dem Bloßstellen oder vorgeführt werden, das fand auch nicht statt. Einzig, das kam auch oben, der Zeitverlust, der wurde doch von ja, ziemlich vielen schon genannt. Wir haben merken, wir haben auch Vermutungen zu den Vorteilen angestellt. Wenn Dozierende und Studierende ein Spiel als Methode auffassen, kann das Spiel an sich positive Assoziationen wecken, damit wieder zu positiven Einstellungen und Emotionen und Verhalten führen. Also der gleiche Kreislauf im Prinzip wie vorhin im Negativen. Hier neu dazu ist gekommen, dass ein positives Verhältnis zwischen den Dozenten und den Studenten vermutet wurde. Können wir nachher auch gleich nochmal gucken. Dann geht es natürlich darum, dass die Vorlesung eine gute Atmosphäre hat, positiv bewertet wird, dann auch die Lerntätigkeit und wir sind wieder oben bei den Kompetenzen. In der Befragung kam dann tatsächlich raus, dass sich die Studierenden zum großen Teil, der Unterschied zwischen Grün und Gelb ist jetzt hier gar nicht so gut erkennbar, müsst ihr an den Zahlen sehen, motiviert fühlen durch Studenten, aber am eindrucksvollsten ist, dass die Aufmerksamkeit gesteigert wurde bei den Studierenden und sie denken, dass sie mehr mitgearbeitet haben. Vorteile für die Vorlesung gab es auch eine Menge, am meisten Auflockerung und Abwechslung der Vorlesung. Also das ist enorm, wie ein Spiel allein sich da schon ausgewirkt hat. Für die Gruppe gab es auch ein paar Vorteile, ein positives Gruppengefühl oder die Interaktion. Das ist auch, hattet ihr auch schon oben genannt, dass diese Interaktionsspiele so Vorteil sein könnten. Und das hat sich dann tatsächlich auch mit der Zusammenarbeit herausgestellt. Das Spiel an sich hat, oder die Spiele an sich haben Spaß gemacht und die Studierenden würden sie gerne wiederholen. Der Raum war zur Hälfte etwa angemessen. Wie ist das jetzt mit dem Wettbewerb? Da hattet ihr oben gesagt, dass positiv eingeordnet wurde als Vorteil. Was meint ihr, wie die Studierenden das sehen? Kann man auch nur raten wahrscheinlich. Also erstmal sind sie der Meinung, dass Wettbewerbssituationen für Spaß und Spannung sorgen. Aber hier ganz unten negative Gefühle auch hervorrufen können. Zwar in sehr geringer Anzahl, aber wenn man eben eine Masse hat, dann könnte das auch durchaus ansteckend wirken. Ich habe euch heute früh gefragt, welches Spiel bei dem Namens, bei der Vorstellungsrunde, ihr dieser Vorstellung zuordnen würdet und habt gesagt, Koffer packen. Das steht hier nicht drauf. Aber die anderen, die könnt ihr kennen. Es steht aus einem besonderen Grund nicht raus, weil das so nicht eindeutig war bei diesem Spiel, aber bei diesem ist es eindeutig gewesen. Tabu kennt ihr, Bingo, wer wird Millionär?
Es gibt keine guten oder schlechten Spiele. Das haben wir herausgefunden. Es wurden alle entweder positiv oder negativ, nee, sowohl als auch bewertet. Man kann es also nicht sagen, das auf keinen Fall einsetzen oder das andere klappt immer. Das geht nicht, das kann man so nicht sagen. Gerade bei dem Kofferpackenspiel, das würde ich so, wie ich es kenne, nicht einsetzen. Aber ihr habt mich jetzt eigentlich heute früh wieder überzeugt, da doch nochmal drüber nachzudenken, dass ich das mit den Änderungen oder mit den Varianten doch noch mit aufnehme. Untersucht hat das übrigens Corinna Hallmann aus Paderborn von der Uni. Sie wollte den Studierenden das Lernen in der Vorlesung erleichtern und hat festgestellt, dass die Spiele von den Studierenden besser akzeptiert werden, bei denen sie selber etwas entwickeln können. Einer hatte das von euch schon heute früh gesagt oder vorhin, dass die Studierenden etwas selber machen müssen. Ich weiß nicht, wer es war. Ist jetzt auch egal. Also jedenfalls, dass sie etwas machen sollen und dass Vorlesungen mit Spielen eben Studierenden Spaß machen. Die Frage mit der Klausur hatten wir auch heute schon. Spiele können dabei helfen. Es gibt ein direktes Klausurspiel. Und wichtig ist den Studierenden gewesen, dass die Spiele inhaltlich zur Vorlesung passen. Das sagte ich auch. Bei euren Wünschen und Fragen in der Anfangsrunde habt ihr nach der Häufigkeit und nach der Dauer gefragt. Da haben wir auch mal geguckt. Am liebsten wäre den Studierenden, dass man regelmäßig spielt, also den Befragten. Die haben Mathematik und Lehramt war es, glaube ich. Das war erstes Semester oder drittes? Das war die letzte Vorlesung. Gemischte Gruppe war es, genau. Das ist ja auch eine kleine Zahl, aber ich denke mal, na, müssen wir sehen, müssen wir mal machen. Regelmäßig. Und zwar so im Abstand von 3 bis 4 Vorlesungen. Also nicht in jeder. Ja. Das haben die Studierenden beantwortet. Nee, das sind hier leider nur 32 gewesen. Das war die gleiche Gruppe. Ne? Noch eine Frage dazu? Schön, dass man nicht in jeder Vorlesung dieselben Methoden einbringt. Ein Methodenrepertoire parat haben sollte ein Hörsaal spielen, in einem Element des Repertoires. Immer mal wieder einsetzen kann, aber nicht zu oft. Mhm. Ja. Genau. Weil es einfach auch nur eine Methode ist. Ne? Es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und man würde ja auch nicht die ganze Zeit immer die gleichen anderen Methoden, die man kennt, verwenden, sondern auch mischen. Zur Dauer haben Sie gesagt, bis zu 15 Minuten, das erschien mir ein bisschen viel bei der Auswertung. Aber vielleicht, wenn man die Vorbereitung, die Erklärung noch mit dazu nimmt, dann könnte man sich das gut vorstellen. Ja, einer hat geschrieben, die ganze Vorlesung lang. Aber okay. Worauf legen jetzt die Studierenden besonders Wert bei Spielen? Ich hatte gedacht, gerade als es um das Bloßstellen geht, dass man digitale Geräte einsetzen, war auch mal der Plan. Und so wie ihr das vorhin erklärt habt mit dem, ich weiß gar nicht, wo er, ja, du hattest das gesagt, ne, mit dem Edu-System, mit dem Klicker, genau. Es haben auch tatsächlich 80% etwa Handys oder so mit dabei in der Vorlesung, das haben wir gefragt, aber es wollen nur 12% ihre Geräte einsetzen, also digitale Geräte einsetzen. Wettbewerb ist nicht so, ja, sage ich mal, beliebt in dem Sinne, dass man unbedingt Wettbewerb dabei haben will als Student. Und Klausurvorbereitung komischerweise auch nicht. Da habe ich ein bisschen gestaunt. Ich dachte, die legen mehr Wert darauf, sich mitspielen dann auch auf die Klausur vorzubereiten.
dass nicht so viele digitale Geräte einsetzen wollen. Das sieht man auch beim nächsten, wo es um die Zusammenarbeit zwischen, sowohl zwischen den Studierenden als auch zwischen Interaktion Dozent und Student geht. Also das, oder Dozierende, Studierende geht. Das hat mir ein bisschen umgehauen, weil es ja mit 91% wirklich viel ist. Also die Studierenden wollen mit den Dozierenden in Kontakt kommen. Ich habe immer gedacht, das ist eine Meise von mir, aber offensichtlich wollen das noch mehrere. Ja? Und natürlich zusammenarbeiten mit den anderen. Auflockerung hatten wir vorhin schon. Ah ja, genau. Wir hatten auch Dozierende befragt. Und einer sagte zum Beispiel, hat sich gefragt, warum die Studierenden nicht dankbar sind für den Einsatz von Spielen in Vorlesungen. Er hatte so den Eindruck, naja, das ja eine kleine Enttäuschung, sage ich mal. Dann haben wir die Studierenden befragt und festgestellt, das ist gar nicht so. Ja? Der Widerspruch zwischen eigener Wahrnehmung und der von den Studierenden war hier schon extrem. Und eine ganz beliebte Frage ist auch immer noch, sind die Studierenden nicht zu alt dafür? Dann haben wir festgestellt, dass es eher nicht so ist. Sie fühlen sich tatsächlich nicht zu alt. Noch ein anderes Gespräch war dieses, wo praktisch ein Dozent schon etwas länger an der Hochschule ist und sagt, er findet es also albern. Nur rund 7% fühlen sich zu alt, das war die Folie vorhin. Aber 73%, dass es bald der Dreiviertel höher sei, spielt gern in seiner Freizeit. Ja, Freizeit. Etwas, was man wieder nutzen kann. Ja? Das waren wieder alles Lehramtskandidaten. Also nicht alles in der gleichen Fachrichtung, aber alles. Nein, stimmt nicht. Quatsch. Da waren auch Auswärtige dabei. Aber nicht der größte Teil. Ja? Vielleicht kann man das noch als Hinweis nehmen, dass ihr die Spielhof habt, bei denen man auch das Programm macht, dann die Frage dankbar. Also wir haben natürlich auch ein bisschen Gruppe zur Verfügung. Wenn ihr selbst spielt, dann ja, wäre es auch für uns schön, da mal einen Fragebogen reinwerfen. Noch andere Begriffe mal zu kriegen, nicht nur Lehramtsstudenten. Der Fragebogen sollte man euch kriegen. Ja, klar. Okay. Ja, dann war natürlich, hatte ich vorhin schon bei dem Kreislauf gesagt, Alternativen. Wir haben wirklich mal jetzt, irgendwann kam immer mal bei irgendeinem Fragebogen, ja, lieber was anderes machen oder so. Dann haben wir mal gefragt, was möchtet ihr denn lieber anders machen? Das sind ja immerhin knapp 35%, die wirklich was anderes machen wollen. Und, siehe da, Vorlesung ohne Spiele. Oder neue Wissensinhalte vermitteln. Prüfungsvorbereitung. Es ist praktisch nur einer oder zwei jeweils. Dann wird es eng. Ja, eine lieber was anderes machen, aber Spiele sind trotzdem sinnvoll und nützlich oder förderlich. Das nächste auch. So richtig finden wir eigentlich keine Begründung, warum man was anderes machen sollte, wenn man jetzt ein Spiel einsetzt. Ja. Literatur haben wir auch und das war's dann schon. Ja.